Aber ich finde es eigentlich immer sehr schade, dass es dann heißt so, ja, nee, wie kannst du bloß eine andere Meinung haben? Also ich finde, jeder sollte in der Politik seine Meinung äußern können, ohne von irgendjemandem verurteilt zu werden oder sonst was. Und ich meine mal, wenn man das auf deutscher Ebene oder auf Bundesebene sieht, ist es ja wirklich schon kompliziertes Ding, wenn man dann aber noch ein Stück weiter geht und Europa anguckt, wie zum Beispiel die Probleme mit Griechenland, dass Griechenland ja pleite ist, Sparmaßnahmen einleiten muss und die ja immer nur das Geld von uns kriegen. Was heißt von uns? Andere Länder werden ja auch bezahlen und so und so. Bitte selbst, wenn ihr Interesse habt, mehr darüber informieren und nicht mit meinem Wissen jetzt einfach hier rumhauen, weil Politik ist nicht mein Thema. Ich schnapp's auch immer nur nebenbei auf und ärgere mich ganz einfach, was dann alles so gemacht wird, was ich nicht gut finde. So, das ist so bei mir dann Politik. Ich höre was und oh, es leckt. Und ja, am Dienstag meine ich, da soll Merkel ja auch Griechenland besuchen. Finde ich eigentlich auch ganz gut, dass sie da mal ein bisschen Präsenz zeigt und auch mal guckt, so, ja, wie geht's in euch? Was macht ihr? Was macht ihr so nach dem Motto? Ja. Also, wieso? Hänge ich jetzt. Ah, ne, okay. Wow, was ist denn hier los? Okay. Hallo. Was war das denn? Ich konnte meine Figur gerade nicht mehr steuern. Lol. Ja, also am Dienstag, da wird Merkel, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Griechenland ja auch besuchen. Und Griechenland hat sich dann auch noch aufgeregt, dass sie ein Sparpaket einleiten müssen und wir Deutschen ja dafür verantwortlich sind, dass die in die Schuldenfalle getappt sind. Also ich weiß nicht, ich finde, die können meckern, wie viel sie wollen, aber ich sag mal, beschuldigen uns, also quasi beschuldigen, dass wir daran schuld sind, das können sie nicht. Also das stimmt auch an sich nicht. Aber tja, kann man wohl leider auch nichts machen. So etwas finde ich wirklich schade. Man hilft und ist ja sowieso immer so ein bisschen problematisch mit Deutschland. Halt aus den historischen Gründen. Wir müssen uns ja für allen Kram entschuldigen, zurückhalten und aufpassen, was wir überhaupt sagen. Aber ich sag mal, alles auf uns dann zu schieben, ja, wir suchen gerade mal einen Schuldigen oder wir haben die Schnauze voll, komm, ihr seid schuld, so nach dem Motto. Ich sag mal, das ist dann auch wirklich zu übertrieben, das geht dann auch nicht. Und das finde ich dann auch nicht richtig. Ich meine mal, man gewöhnt sich irgendwie dran, dass man für allen Scheiß beschuldigt wird oder so ein Kram. Aber doch nicht einen reinhauen, wenn man dafür gar nichts kann. Aber Europa finde ich sowieso am Anfang, boah, dachte ich, gute Idee, wir sind jetzt alle eine Gemeinschaft, aber irgendwie so im Laufe der Jahre, auf wie alt war ich denn eigentlich gewesen, wo der Euro eingeführt wurde, dann habe ich so das mit Europa als Gemeinschaft eigentlich erst so richtig auch mit angesehen. Das war, ich meine, 2000 oder 2001, da war ich 7, 8 gewesen, so rum. Da hat man natürlich politisch noch ja so gut wie gar keine Ahnung, beziehungsweise interessiert man sich auch gar nicht dafür, weil einen das sowieso nicht weiterhilft oder irgendwie auch nichts angeht, sag ich mal, weil man sowieso auch nichts beeinflussen kann. Okay, das Ding haben wir schon. Und dann dachte ich, boah, super, jetzt haben wir auch einen Euro, wir sind alle eine Gemeinschaft und ich habe den Euro eigentlich auch sofort akzeptiert, im Gegensatz zu meiner Familie eigentlich. Ich sag mal so, auch die älteren Leute, die man so allgemein kennt, die waren natürlich immer sofort am Protestieren, ne? Hier Euro und wie teuer ist denn das und hasse nicht.
Das sind jetzt 60 D-Mark, jetzt zahlen wir 30 Euro. Überleg dir das mal. Ich habe Euro als Euro angesehen und das war es irgendwie für mich auch immer gewesen und fertig. Weil ich damit ja quasi dann auch groß geworden bin. So richtig fing's ja erst mit dem Geld wirklich dann an, wo der Euro kam für mich. Vorher das bisschen Taschengeld. Sieht man halt nicht so extrem so, dass man da eine Währung hat und dies und das. Ja, und mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob diese Gemeinschaft mit dem Euro überhaupt so eine gute Idee ist. Also ich möchte nicht sagen, dass man es abschaffen soll. Da gibt es nämlich auch viele, viele Nachteile, wenn man es abschafft und auch Probleme. Aber tja, ich sehe es wirklich misstrauisch entgegen. Also wenn die Idee kommt, ja, wir brauchen als Deutschland, upsala, wieder eine andere Währung, wäre ich nicht der Erste, der Nein schreien würde, aber auch nicht der Erste, der Ja schreit. Also da würde ich gucken, was für Vorteile hat es, Nachteile. Eine Überlegung, sage ich mal, wäre es wert. Aber bitte informiert euch immer selbst, wenn ich irgendwas erzähle und lasst mir quasi mal meine Meinung. Denn ich möchte euch nichts vorschreiben, wie ihr zu denken habt oder sonst wie. Wenn man etwas komplett falsch sieht, weil man etwas nicht beachtet hat, dann kann man das gerne sagen. Das finde ich dann auch gut, wenn man jemand darauf aufmerksam macht. Aber so jemand zu sagen, wie du hast die Meinung, das geht gar nicht, das kann ich nicht haben. So, wir haben jetzt gleich auch unsere Drachen. Ich bin jetzt hier an irgendeinem dummen Kram am Erzählen. Und hab mittlerweile dann auch alle Drakes gekillt. Boah, ist ja dunkel draußen. Ich kann hier direkt so, wenn ich so ein bisschen schräg guck, rausgucken und hab auch immer im Augenwinkel das Fenster. Und da ich ja so schräge Dachfenster hab, kann man immer so schön in den Himmel reingucken. Das ist richtig schwarz da draußen. Stürmisch. Die Birke, die direkt vorm Dach steht, die wankt hin und her und die große Tanne. Also ein bisschen schaukelzer. Die ist ein bisschen massiver, aber die Birke, die bewegt sich immer richtig schön. Heftig. Oh, wir hätten gar keine Drachen mehr gebraucht. Was braucht man denn noch? Okay, irgendein Erz sammeln, dass die Draken fressen. Ertragen, wie man es sagen möchte. Oh ja, super. Da muss ich gleich rausschneiden. Will man nur mal heimlich einen Schluck trinken und verschluckt sich auch noch da dran, ey. So, hier müssen irgendwelche Steine, glaube ich, rumliegen. Sehr schlimm. Was habe ich mich denn gestern verschluckt an so einen Energy-Drink? Das war ekelhaft. So, hier liegen irgendwie... Oh. Aha. Keine Steine. Ich finde immer schön einfach, dass wir jederzeit Lebenskraft-Bonus-Dings da haben. Also Vitality Vita. Ich finde, das macht das Ganze einfach immer so schön, super einfach. So, hier haben wir zum Beispiel so einen Erzklumpen, glaube ich. Ja. Muss mal gucken, dass wir irgendjemanden mal einladen, damit wir unser Sammel- und Mining-Skills nicht so hoch kriegen. Dann machen wir so eine Plapper-Runde. Und nebenbei kann ich dann ein bisschen sammeln. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Oder er sagt, ich soll offscreen die Dinger hochbringen. Aber ich finde, das ist nicht so Let's Play-mäßig dann in Ordnung.
Was sagen eigentlich unsere Taschen? Ja, okay, gut. Bisschen Platz haben wir noch. Fressen haben wir, glaube ich, nichts. Doch, haben wir auch noch. Wow. So, hier haben wir noch ein Erz und da drüben ist noch ein Erz. Wir können hier gleich mal nach Nemitz gucken und ich weiß auch nicht, warum es teilweise hier leckt. Oh. Gut, der hat uns direkt mal eine Kralle ins Gesicht geschlagen, dieser miese Mob. Da drin ist, glaube ich, einer. So, wir haben jetzt noch ein Erz. Die fressen die Erze, okay. Aber deshalb sollen wir die bestimmt sammeln, damit die hier prüfen können, wieso. Also was ich festgestellt habe, so richtige Strategiespiele, also nicht jetzt hier so MMORPGs, sondern so richtige Strategiespiele zu Let's Playen ist echt schwer. Ich habe es probiert, das nächste wird ein Strategiespiel und ich glaube, ich habe einfach zu wenig geredet, aber ist mein erstes richtiges Strategiespiel, was ich dann Let's Played habe. Und ich denke mal, das ist verbesserbar. Verbesserbar. Das kann man verbessern und beim nächsten Mal gibt es da bestimmt auch mehr zu hören. Und ich muss mir irgendwie meine Festplatte noch besorgen, noch eine zusätzliche für die ganzen fertigen Let's Plays. Denn irgendwie ist, wenn man aufnimmt und dann ja, aufnimmt und rendert und so, sind auch 2 Terabyte oder 4 Terabyte nicht viel. Weil ich heb die Rohmaterialien, die einzelnen Videodateien immer ein kleines bisschen auf. Die werden nicht sofort immer weggeschmissen. Denn wenn ich nochmal neu rendern muss, dann ja, habe ich dann halt dementsprechend Probleme. Aber wenn die fertig sind, ich einmal drauf geguckt habe, ja gut, okay, oder die hochgeladen sind, dann fliegen die auch weg. Dann habe ich wieder Platz. Ich halte zum Beispiel von Eco 2 immer so 2, 3 Aufnahmen auf. Und von dem anderen habe ich immer aufgenommen, bis die Festplatte voll war und dann habe ich immer gerendert. Das sind dann immer so, weiß ich nicht, 5 Stunden, 6 Stunden gewesen. Danach musste man dann immer wieder das ganze Material verarbeiten. Dann kriegt man auch wieder Platz. Okay. Da haben wir einen Name-It. Das ist doch schon mal schön. Ich glaube, da vorne ist auch noch einer, ja. Und ich glaube, die werden gleich richtig sauer, wenn wir den angreifen. Ja. Aber ich meine mal, keiner hat's gerne, wenn man seinen Anführer mal einfach eine auf die Schnauze haut. Ich meine mal, gut, einige vielleicht schon, wenn man den Chef mal eine draufhauen würde. Freuen sich bestimmt welche, aber mal so ganz allgemein denke ich mal eher weniger. Aber ich glaube, Chef und so ein Anführer hier von so einem Volk oder so eine Gruppe ist schon auch noch irgendwo was anderes. Wobei ich ja auch nicht ganz so verstehe, warum einige Chefs so wirklich so Grießkrähen sind. Ich meine, die haben jede Menge Verantwortung, aber die haben sich's ja auch so ausgesucht. Und eigentlich geht es ihnen ja gut, muss man ja immer so sagen. Die kriegen jede Menge Geld, Entschädigungen dafür. Die haben, ich sag mal, wenig Freizeit, einige, manche viel, kommt drauf an, auch in was für einem Bereich man arbeitet. Aber man hat sich's doch so ausgesucht. Und wenn man es nur fürs Geld getan hat und nicht, weil es einem noch Spaß macht, dann sollte man noch so ehrlich sein, entweder zurücktreten oder wenn einen der Stress nervt oder ganz einfach seine Mitarbeiter in Ruhe lassen. Natürlich ist man auch genervt, wenn der Chef sagt, hör mal, du musst das und das und das noch tun. Hört keiner gerne, aber ich sag mal,
ist sein Job und man sollte das dann so ansehen. Man hat sich's irgendwie ausgesucht, ob komplett selbst oder nur so teilweise selbst, aber.